Hallo ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Update zu 2 unter 2. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit weiterhin, wie es der Josephine so geht, wie sie sich so entwickelt und natürlich auch mit der Leonie. Und was vielleicht auch für den einen oder anderen von euch spannend und interessant ist, wie ist das so mit zwei Kindern, die tatsächlich nur 12 Monate und 2 Wochen vom Alter her auseinander sind. Ja, wie geht's uns aktuell? Ich bin ganz ehrlich zu euch, die letzte Nacht war die totale Katastrophe. Es fing eigentlich schon abends an. Also ich habe dort einige Zähnchen gesehen hier. Eckzähnchen oben und unten und sie war total oft wach. Also ich habe es nicht mal geschafft, eine Maschine Wäsche aufzuhängen. Also da waren nur irgendwie 10 oder 15 Minuten und dann war sie schon wieder wach und dann war ich wieder im Schlafzimmer und wieder im Schlafzimmer. Sie hat erstmal auch ganz ruhig und friedlich geschlafen. Das war soweit alles okay. Und ich glaube, ich bin dann so gegen 10:30 habe ich dann aufgegeben und bin dann ins Bett. Und dann waren wir so gegen 2:30, 3 Uhr, waren wir dann alle drei wach. Und ja, bis 5 war dann auch nichts zu machen. Also sie ist dann irgendwann wieder eingeschlafen, dann war sie aber wach. Dann musste sie nochmal Pipi und dann habe ich sie nochmal gewickelt. Und ja, letztendlich sind wir dann um 7 aufgestanden, weil die Großen natürlich auch gesagt haben, Mama, na, wir haben Hunger. Und ja, da haben meine Mutterpflichten mich dann wieder gerufen. Ja, sonst ist es aber soweit wirklich super. Also tagsüber funktioniert das jetzt auch recht gut. Sie ist jetzt heute 2 Monate alt und ja, sie wird halt immer wacher und hat auch jetzt längere Wachphasen. Das ist morgens sehr angenehm. Das heißt, wenn sie dann wach ist und ich sie aus dem Schlafzimmer hole und sie gestillt habe und sie umgezogen habe, gehe ich direkt duschen, weil dann weiß ich auf jeden Fall, dann hat sie noch so ein bisschen Puffer und ich kann halt irgendwie meine 20 Minuten duschen und mich fertig machen. Ich habe sie dann in der Wippe bei mir im Badezimmer stehen. Sie spielt mit den Großen, das funktioniert super. Und ja, ich habe sie eigentlich tagsüber, wenn sie schläft, immer in der Trage. Gestern ist sie mal wieder beim Stillen eingeschlafen und ich habe sie dann aufs Sofa abgelegt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie weiter schläft. Ich hätte sie nur kurz eigentlich aufs Sofa abgelegt, um die Trage vorzubinden und sie dann da reinzutun. Ja, aber das hatte sich dann erübrigt. Ich habe sie dann da liegen lassen und habe das auch mal genossen. Also ich muss sagen, ich habe zum Glück keine großen Probleme. Ich merke es natürlich so ein bisschen im unteren Rücken manchmal, dass der sich so ein bisschen unflexibel einfach anfühlt. Aber ich plane auch, also ich plane zumindest, ich habe es auch meinem Mann schon gesagt, zumindest einmal die Woche wieder Sport zu machen am Wochenende, dass er dann mit ihr ein bisschen spazieren gehen kann, eine Dreiviertelstunde, und dass ich dann einmal die Woche ein bisschen Krafttraining machen kann, um einfach die Muskulatur wieder so ein bisschen auch aufzubauen. Also da ist natürlich noch Muskulatur, aber zwischen den beiden Schwangerschaften, also zwischen ihrer Geburt und ihrer Schwangerschaft, habe ich gar nicht trainiert und deswegen möchte ich jetzt einfach auch fürs Gefühl gerne wieder so ein bisschen anfangen. Ich mache zu Hause schon so ein bisschen was. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem Wochenbett-Update erwähnt, aber ich würde halt gerne auch ein bisschen was mit Gewichten machen, nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht. Ja, und jetzt habe ich überlegt, worüber könnten wir sprechen? Und ich greife ja immer gerne aktuelle Themen auf und das war auch letztens ein Kommentar unter einem meiner Videos, dass eine Mama dort geschrieben hat, ja, viele sagen, dass jedes weitere Kind läuft dann irgendwie so nebenher. Und das ist das heutige Thema, was ich gerne mal so ein bisschen behandeln möchte. Ja, genau, speziell dieser Kommentar, ach, das Kind läuft doch so nebenher. Weil ich finde, ja, dass das dem Kind irgendwie auch dem Kind gegenüber sehr, sehr unfair ist, wenn man als Fremder sowas annimmt. Und dass es auch von mir als Mama sehr, sehr unfair wäre, wenn ich meinem Kind das antun würde. Also ich persönlich finde es wichtig. Ich bin ganz ehrlich, es fällt mir auch immer noch schwer und ich habe da noch nicht so ein wirkliches Gefühl für. Aber ich finde es wichtig, allen Kindern Aufmerksamkeit zu schenken. Die Größeren können das natürlich schon viel besser verbalisieren. Die sagen dann auch schon mal, Mama, du hast mir nicht zugehört. Oder hör mir doch jetzt mal zu. Oder du wolltest noch das und das für mich machen. Oder ich möchte heute Abend aber, dass du mich ins Bett bringst und nicht der Papa und dass wir mal kuscheln. Das ist für mich schon mal ganz gut, weil vor allen Dingen, also viele von euch kennen das bestimmt,
ich mache gerade was und dann wird da gefragt, kannst du das noch machen, kannst du das noch machen? Hatte ich gerade auch wieder, ich hatte irgendwie 3, 4, 5 Sachen in der Warteschleife und manchmal kommen dann quasi Notfälle dazwischen, wie zum Beispiel volle Windeln und dann vergisst man einfach was. Und ja, aber ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig, dass man allen Kindern halt gleich viel Aufmerksamkeit schenkt. Ich bin sicher und ich hoffe ehrlich gesagt darauf, wenn die beiden Kleinen, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wenn die abends schon mal wirklich so ihre eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach schlafen, nachdem ich sie ins Bett gebracht habe, weil die Großen ja noch nicht sofort ins Bett gehen, dass ich mich dann wirklich auch den Großen widmen kann. Und die Kleinen, also die fordern natürlich auch ein, was sie brauchen. Deswegen finde ich, kann man überhaupt gar nicht sagen, jedes weitere Kind läuft so nebenher. Vielleicht läuft die Schwangerschaft mal nebenher, weil man jetzt in der 5. Schwangerschaft nicht unbedingt noch ein Schwangerschaftsgymnastik macht oder Schwangerschaftsschwimmen oder vielleicht tatsächlich nicht nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs. Aber nach der Geburt, also ich finde, die Kleinen sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass sie wirklich ganz klar auch sagen und anzeigen, ich brauche jetzt was. Die fangen an zu weinen und also ich habe noch nie erlebt, also keins meiner Kinder, was in den ersten, ja, sogar anderthalb Jahren irgendwie angefangen hätte zu weinen und mir ein Bedürfnis zu kommunizieren, dass es von alleine aufgehört hätte zu weinen. Also könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Vielleicht sie jetzt mittlerweile, wenn sie irgendwas haben möchte, was jetzt nicht so furchtbar dringend ist, oder sie ist ein bisschen quengelig und müde und die großen Geschwister spielen dann mit ihr, ja, dann hört sie auch schon mal wieder auf zu weinen. Aber so dringende Bedürfnisse auf gar keinen Fall. Und ja, also ich finde auch, man sollte auch wirklich als Mama so ein bisschen gucken, dass man jedem Kind natürlich auch Aufmerksamkeit schenkt. Wie gesagt, ich weiß selber, dass das super, super schwer ist. Aber ich bin mir auch sicher, keiner macht sowas böswillig. Ich mache das auch nicht böswillig. Ich gucke immer, dass ich allen Kindern wirklich gleich viel Aufmerksamkeit schenke und mit ihnen Zeit verbringe. Jeder quasi so auf seinem Entwicklungsstandard. Die Josephine spielt zum Beispiel gerne nach wie vor Lego Duplo mit mir. Oder wir machen auch gerne Hausarbeit. Also was sie jetzt total gerne macht, das finde ich ganz süß. Sie räumt die Wäsche mit mir in die Waschmaschine. Sie kann die Waschmaschine schon anmachen. Sie bringt mir die Wäsche zum Wäscheständer vorhin. Es war irgendwie Wasser auf dem Boden. Sie hatte was getrunken. Und dann ist sie ganz allein in die Küche gegangen und hat ein Handtuch geholt und hat das weggewischt auf dem Boden. Oh, das hast du super gemacht. Und sie versteht auch schon so unfassbar viel. Ne? Also alles, was man ihr eigentlich sagt, komm mal her oder bring das mal da und dahin oder sowas. Also das versteht sie alles schon. Das macht sie auch, wenn ich sage, komm, du brauchst eine neue Windel. Dann geht sie auch schon ins Kinderzimmer. Also das ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Und ja, da schenke ich ihr natürlich auch ihre Aufmerksamkeit. Genau, was ich halt wirklich festgestellt habe, dass tatsächlich eher die Großen, die ja schon viel, viel selbstständiger sind, dass die eher schon mal untergehen und nebenher laufen. Also, dass ich mich so im Tagesablauf verliere, dass ich dann die beiden Kleinen stille und dann halte ich hier ab und wickel da und dann schiebe ich nochmal eine Maschine Wäsche dazwischen und die Großen haben sich in der Zeit mal selber was zu essen gemacht und basteln irgendwas oder puzzeln oder was auch immer. Und dass ich da dann eher denke, ups, ne, jetzt haben wir schon so spät und du hast heute irgendwie die beiden noch gar nicht gefragt, möchtet ihr irgendwas Spezielles machen, kann ich irgendwas für euch tun, sollen wir irgendwas zusammen machen, das ist eher so der Fall, aber ja, dass ein Kind nebenher läuft, ja, aber dass das Kleinste oder die Kleinen irgendwie nebenher laufen, finde ich, trifft es überhaupt gar nicht, also überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, ich finde, man kann dann auch wirklich gucken als Mama, wenn man das Gefühl hat oder auch nicht, wenn man auch nicht das Gefühl hat, dass man ein Kind irgendwie, dass man dem zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, nur dass man sich selber einfach mal beobachtet, ganz bewusst und ein bisschen reflektiert, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, auch das geht oftmals einfach im Familienalltag unter und dass man wirklich vielleicht auch mal abends überlegt, okay, was habe ich mit dem Kind gemacht, was habe ich mit dem Kind gemacht? Es müssen ja auch gar nicht unbedingt einzelne Sachen sein, also dass man sich nur ganz speziell
offiziell nur einem Kind widmet und eventuell noch Exklusivzeit und mit dem Kind noch irgendwie draußen ist oder so. Das muss es ja gar nicht unbedingt ständig sein. Ne? Aber dass jedes Kind halt auch einfach irgendwie das Gefühl hat, okay, Mama schenkt mir Aufmerksamkeit, Mama hat mir Aufmerksamkeit geschenkt, wir haben was zusammen gemacht oder... wenn man was vorliest, so, für die beiden Großen oder was ich auch schön finde, wenn alle drei hier irgendwie sitzen, hier auf dem Teppich und dann darf jeder ein Buch aussuchen und dann lesen wir die nacheinander. Also das, ja, finde ich, ist einfach dann eine schöne Sache und da läuft auch irgendwie dann keiner nebenher, weil wenn irgendjemand sich da vernachlässigt fühlen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, nur die Emilia oder nur der Finn darf ein Buch raussuchen, da würde ich aber ordentlich Ärger kriegen. Ne? Also da würde keiner zulassen, dass er da quasi nur nebenher läuft. Und ja, ich finde auch, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, okay, ich schaffe das vielleicht auch gar nicht alleine. Ich würde gerne mal dieses und jenes, dass man dann auch den Partner mit einbezieht oder auch mal die Oma. Dass vielleicht Oma oder Opa sich mal mit einem oder zwei Kindern beschäftigen und dass man sich dann mit dem Kind, was noch da ist oder den Kindern, die noch da sind, dass man sich dann mit denen einfach beschäftigt. Weil ich finde, auch sowas ist zum Beispiel eine Win-Win-Situation. Oma und Opa sind ja in der Regel eigentlich immer beliebt und dann haben die exklusiv Zeit mit Oma und Opa oder dieses eine Kind und das andere Kind ist dann bei euch als Mama und ne, dann kann man da auch mal was gemeinsam machen. Aber mein Rat, lasst euch auf jeden Fall von so einer Aussage nicht ärgern. Ne? Ich finde, man kann dann auch sagen, ja, war das bei dir vielleicht früher so oder ist das bei dir aktuell so? Also bei mir ist das nicht so. Alle Kinder fordern irgendwie auch ihre Zeit ein und ich gucke auch, dass ich allen Kindern diese Zeit einfach schenke. Abschließend noch ein kurzes Windel-Update oder Stoffwindel-Update für euch und auch so ein bisschen Thema Abhalten. Ich habe euch ja schon in den Wochenbett-Updates immer so ein bisschen was erzählt, wie es lief und hatte ja auch berichtet, dass ich für die Josephine auch Stoffwindeln bestellt habe und seit wir jetzt aus dem Urlaub zurück sind, benutze ich die auch. Also bei der Leonie geht eigentlich alles in ihr Töpfchen. Das funktioniert super. Ich habe auch so gemerkt, das habe ich letztens auch im Internet gelesen, man kann die ruhig mal 1-2 Minuten drauf sitzen lassen. Das mache ich jetzt auch zwischendurch, vor allen Dingen morgens, ne, wenn sie dann so eine bequeme Position auf ihrem Töpfchen hat. Dann sie ist ja dann mit ihrem Rücken an meinem Bauch dran oder Bauch-Brust und das ist für sie dann auch ganz angenehm und dann lasse ich sie da kurz sitzen und das landet in der Regel alles im Asia-Töpfchen und bei der Josephine hat ich so ein bisschen Bedenken, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann gedacht, okay, oft macht sie halt morgens irgendwie ihr großes Geschäft und dann ist das vielleicht noch in der Windel von nachts und dann kann ich ihr morgens eine neue anziehen. Also habe ich auch irgendwie gedacht, oh mein Gott, ne, was wenn das jetzt irgendwie, ne, was auch immer. Und jetzt hatten wir es aber schon zweimal tatsächlich so, dass das in die Stoffwindel gegangen ist, beziehungsweise ich lege als letztes bei ihr immer dieses Windelvlies rein, was man dann wegschmeißen kann. Also das darf auch nicht in die Toilette, sondern das muss man wegschmeißen, weil sich das nicht auflöst, wie zum Beispiel Toilettenpapier. Und dann ist es aber, natürlich, wie sollte es anders sein, ist es oben so ein bisschen über das Windelvlies hinweg und auch auf die Stoffwindel und auf die Einlagen. Und ich dachte, oha, gucken wir mal. Und ich hatte sowieso schon einige Windeln gesammelt und habe gedacht, gut, dann wasche ich das jetzt auch direkt. Also eine Windel war tatsächlich schon etwas länger, dieser Stuhlgang drin und die andere war quasi frisch versaut. Und dann habe ich das alles in die Waschmaschine getan, natürlich mit Vorwäsche. Und dann wird die einmal durchgewaschen und dann wird das Wasser abgepumpt und dann wird neues Wasser reingepumpt. Wenn man so nämlich wäscht, ohne Vorwaschgang, ist das nicht der Fall. Nur vielleicht für die, die das noch nicht gehört haben. Und ja, das habe ich dann gemacht. Das dauert, ich habe das so eingestellt, 1 Stunde 26, finde ich okay, auch von den Energiekosten her und auch Wasser. Also unsere Waschmaschine hat zum Beispiel einen Sensor, die weiß dann, okay, ne, die ist nicht proppevoll, die Waschmaschine, dann pumpe ich auch nicht so viel Wasser rein. Und eine normale Waschmaschine dauert bei mir 1 Stunde 6, also es sind nur 20 Minuten mehr und dann habe ich das alles gewaschen. Ich habe es dann vorgestern Abend irgendwie, ich war mit den Kindern eingeschlafen, irgendwie so im Halbschlaf, habe ich dann alles aufgehangen und dachte am nächsten Morgen, oh, jetzt hast du aber gar nicht geguckt. Und siehe da, es war wirklich alles rausgewaschen, also es waren auch keine Flecken, keine Verfärbungen.
Nichts. Also die Einlagen sind super sauber wieder geworden, auch die Überhosen. Also ich musste jetzt auch nichts in die Sonne legen oder irgendwie. Das hat wunderbar funktioniert. Ich wasche ungefähr alle 2, 3 Tage. Ich schaue immer so ein bisschen, was geht langsam zur Neige. Ich gucke da auch, also ich habe jetzt für die Josephine zum Beispiel nicht ganz so viele Booster. Also das, was man zusätzlich zu dieser Allround-Anlage noch reinmacht. Vielleicht bestelle ich da noch mal welche, da muss ich einfach mal gucken. Aber ja, es funktioniert auf jeden Fall super. Ich vergesse auch nicht, dass ich ein bisschen öfter wickeln muss, weil natürlich vor allen Dingen, wenn wir zu Hause sind, packe ich hier die Windel jetzt nicht irgendwie randvoll, dass sie so einen riesen Popo hat, sondern wickel sie dann einfach öfter. Das funktioniert auch ganz gut. Einmal ist jetzt wirklich was übergelaufen oder zweimal. Nun gut, ne, das passiert. Aber ja, sie hatte jetzt zum Beispiel auch von der Wegwerfwindel wieder einen ganz, ganz roten Popo. Und deswegen, ja, da fahren wir jetzt einfach viel, viel besser mit. Genau, und was ich euch noch erzählen wollte, aber vielleicht habt ihr da nämlich mal noch einen Tipp für mich. Ich habe mir gedacht, weil das mit ihr mit dem Abhalten so gut klappt, vielleicht kann ich sie, also die Josephine, auch zu bestimmten Gelegenheiten einfach mal aufs Töpfchen setzen. Also nicht irgendwie mit Zwang oder so, sondern einfach, dass man sagt, okay, sie hat jetzt geschlafen, sie ist jetzt gerade wach geworden, setzt man sie einfach mal aufs Töpfchen, sie hat jetzt irgendwie gegessen, sie hat was getrunken, setzt man sie mal aufs Töpfchen. Das hat nicht funktioniert. Sie war gerade wach geworden und ich habe sie aufs Töpfchen gesetzt und sie hat angefangen zu weinen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte nicht, dass sie irgendwas Negatives damit assoziiert. Also wenn ihr dann auch irgendwelche Tipps habt, wie ihr da eventuell eingestiegen seid, wenn ihr auch Spätabhalter wart. Also sie ist jetzt 14 Monate alt und ich habe gedacht, vielleicht kann man sie da so ein bisschen ranführen. Ist jetzt erstmal in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn ihr da noch einen Tipp für mich habt, bin ich da sehr, sehr dankbar. Genau, das war's zum heutigen Thema. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, also wenn euch irgendwas ganz Spezielles interessiert oder auch irgendein Oberthema zum Thema auch Geschwister, die nicht so weit auseinander sind, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, wie ihr gerne möchtet und ja, dann gucke ich natürlich immer, dass ich diese Themen auch sehr, sehr gerne aufgreife und euch, ja, so viel ich darüber berichten kann und selber Erfahrung habe, euch dann natürlich auch gerne etwas dazu erzähle. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Eure Marie. Hol mal die Kugel, die blaue. Ja, tu die mal hier rein. Jetzt komm mal her. Gib mir mal deine Arme. So. Und jetzt kannst du hier mit was spielen. Bitteschön. Oder den. Sehr gut.